Herzlich willkommen zu diesem Video. Die Volleyball-Bundesliga ist in den Startlöchern. Der Bounce House Cup wurde schon gespielt. Ich sitze hier im geilsten Trikot der Welt. Also muss man wirklich zugeben, ist einfach das geilste. Das Lederhosen-Trikot ist einfach das geilste Trikot der Welt. Und ich werde in diesem Video eine Tierlist über die Teams in der Volleyball-Bundesliga-Saison 2023-2024 machen. Hier seht ihr die schon alle. Wenn ich ein bisschen hin und her schaue, wundert euch nicht. Ich habe hier rechts die Tierlist offen. Aber beim Bounce House Cup gab es einige Überraschungen und deswegen lass uns gleich da reingehen. Die Teams haben nicht irgendwie eine Reihenfolge. Ich habe die Bilder einfach hochgeladen. Falls ihr die auch machen wollt, ich werde euch den Link zu diesem Tiermaker, zu dieser Liste in die Videobeschreibung setzen. Falls ihr einfach nur kommentieren wollt, falls ihr da irgendwie anderer Meinung seid, dann lasst mich doch in den Kommentaren wissen, wenn ich hier irgendein Team eurer Meinung nach falsch einstufe. Aber lasst uns loslegen. Erstes Team ist FT Freiburg. So, ich mache hier mal die Liste auf von den Spielen vom Bounce House Cup. Das sind die einzigen wirklichen Spiele, die sie schon hatten, weil Vorbereitungsspiele, ja, sind immer schön und gut, aber das sind die ersten Pflichtspiele. Klar darf man das nicht zu ernst nehmen, weil es immer noch, also sind offizielle Spiele, es sind noch Pflichtspiele, aber die Vorbereitungsphase bei vielen kann sein, dass sie noch nicht ganz zu Ende war. Aber es geht auf jeden Fall jetzt dann bald los. Am 29. ist das erste Spiel. Das heißt, eigentlich sollten die Teams alle wirklich gut dabei sein. Und Freiburg hat gegen Herrsching gewonnen. 2:1. Im ersten Satz fand ich, hat man gesehen, dass Herrsching doch deutlich besser war. Man muss dazu auch sagen, Herrsching hat wahrscheinlich mit der zweiten Diagonal-Zuspielachse gespielt. Und deswegen weiß ich nicht, wie hoch man dieses Spiel setzen kann. Trotzdem, neues Team in der ersten Bundesliga hat gegen ein etabliertes Team, das auch wirklich wahrscheinlich in der oberen Hälfte anzusiedeln ist, gewonnen. Und danach haben sie leider keinen Satz mehr gewonnen gegen Lüneburg und Bitterfeld-Wolfen 3:0 jeweils verloren und gegen Düren dann noch 2:0. Ich muss sie wahrscheinlich in die D-Kategorie einsetzen. Ich werde hier auch noch mal so eine kleine Liste machen. Ich werde jetzt nicht sagen, wer von 1. bis 12. Platz sich hier befindet am Ende der Vorrunde. Es geht nur um die Vorrunde. Sobald die Playoffs dann beginnen, sobald die Playoffs beginnen, das ist für mich nochmal was ganz anderes. Da wird auch nochmal eine Tierlist kommen. Das heißt, falls ihr das Video sehen wollt, natürlich abonnieren. So gut, warum sehe ich Freiburg hier? Die Sache ist, die erstmal in der ersten Liga neu zu spielen, das ist ein Riesenschritt zwischen zweiter und erster Liga. Sie werden, schon mal hier Spoiler, nicht die einzigen sein, die sich hier unten befinden, aber ich sehe es einfach noch nicht. Vor allem dadurch, dass sie eben keinen Satz gewonnen haben, außer gegen Herrsching. Auch gegen Bitterfeld-Wolfen haben sie 3:0 verloren. Sehe ich sie nicht, dass sie hier diese etablierten Erstligateams angreifen könnten. Und deswegen setze ich Freiburg erstmal hier ins D-Tier. Gut, machen wir weiter. Nächstes Team, Netzhoppers, Königs Wusterhausen. Da gab es gleich mal die erste richtige Überraschung, denn sie haben auch das erste Spiel 2:0 gegen Bitterfeld-Wolfen verloren. Also fand ich zumindest eine Überraschung. Dann haben sie 3:0, auch ziemlich dominant, also keine Chance, gegen Herrsching verloren. Dann aber 2:0 gegen Haching gewonnen. So, jetzt ist die Sache. Die Netzhoppers sind theoretisch ein etabliertes Team. Sie haben auch gegen Haching, auch schon in der ersten Liga länger spielendes Team, gezeigt, dass sie da gewinnen können. Deswegen würde ich sie erstmal auf C-Tier setzen. Ich bin mir da aber nicht so sicher, das ist wahrscheinlich so ein Team genau hier zwischen. Ich weiß auch nicht den kompletten Kader. Es kann durchaus sein, dass wir hier einige Teams, die neu in der Liga sind, sehen werden, die Netzhoppers durchaus schlagen können. Vor allem, wenn Netzhoppers dann Auswärtsspiele hat, weil die Netzhoppers sind relativ weit im Norden. Und wenn man dann, weiß nicht, 6-7 Stunden oder noch länger irgendwo im Süden nach Dachau fahren muss oder so, dann kann es schon sein, dass sie da mal verlieren. Deswegen C-Tier, aber eher Tendenz nach unten. Dachau, ja, Dachau auch Neuaufsteiger. Ich weiß selber, dass da relativ viel
in dem Verein gemacht wurde, seit sie aus der zweiten Liga aufgestiegen sind. Also die sind definitiv nicht der gleiche. Gut, es wurde wahrscheinlich bei allen Teams gemacht, weil in einem Zweitligakader, egal ob du da oben mitgespielt hast oder nicht, kannst du in der ersten Liga nicht spielen. Gut, mal das erste Spiel gegen Gießen im Bouncers Cup haben sie ja ziemlich deutlich verloren. Aber man muss auch sagen, Gießen dieses Jahr ist richtig stark, also wirklich stark. Dann 3 zu 2 gegen Haching, ebenfalls etablierte, ich nenne jetzt einfach mal alle Nicht-Aufsteiger, nenne ich etablierte Mannschaft. Und alle Aufsteiger nenne ich neue Erstligamannschaft, weil ich finde, da muss man einfach immer noch einen Unterschied machen. Gerade weil wir einfach von diesen Aufsteigern noch nichts gesehen haben bisher, außer jetzt beim Bouncers Cup. Und wer letzte Saison schon angeschaut hat, da hat man einfach die Erstliga-Teams alle schon mal gesehen, zumindest ein, zwei Mal, wenn man seine eigenen Spiele immer verfolgt hat. Gut, dann gegen Herrsching, 2 zu 0 verloren. Ich glaube, ich muss sie auch in die D-Liste setzen. Man muss sagen, sie haben gute Spieler. Ich finde aber, die Erfahrung fehlt so ein bisschen. Sowohl auf der Trainerposition, gut, Steuerwald ist kein schlechter Trainer, also wahrscheinlich kein schlechter Trainer. Ich meine, er hat Riesenerfahrung als Spieler selber. Aber seine Trainererfahrung ist noch relativ jung und der Unterschied zwischen jetzt zweiter und dritter Liga, wo er eben Dachau übernommen hatte, und erster Liga ist immens. Ob er das schaffen wird? Ich glaube ja, aber man weiß es immer nicht genau. Und auch auf dem Feld haben sie gute Spieler, da braucht man nicht drüber diskutieren, aber eben nicht wirklich viel Erstliga-Erfahrung, beziehungsweise Erstliga-Erfahrung auf dem Feld. Deswegen auch hier D-Tier. Jetzt ist die Frage, Freiburg und Dachau, kann ich die überhaupt hier vertauschen? Ja, kann ich vertauschen, theoretisch. Ich gehe nochmal, ich muss fast Dachau, andersrum, so, Dachau vor Freiburg setzen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie vor allem gegen Haching gezeigt haben, dass sie da auch mithalten. Sie haben 3-2 gegen Haching gewonnen. Und sie haben auch gegen Herrsching einen knappen zweiten Satz gespielt. Gut, in den Testspielen hat Herrsching dann 4-0, soweit ich weiß, gewonnen. Aber ich glaube, dass Dachau ein Ticken stärker ist als Freiburg. Karlsruhe, richtig, richtig starke Performance am Bouncers Cup. 2 zu 0 gegen Haching, deutlich gegen Haching gewonnen. Berlin, gut, gegen Berlin kann man mal verlieren, aber da haben sie auch einen Satz gewonnen. 3 zu 1 haben sie dann nur verloren. Gegen Düren und Bitterfeld-Wolfen dann gewonnen. Gut, Bitterfeld-Wolfen ist auch ein neues Team in der ersten Liga, aber Düren, Powervolleys Düren, ist kein schlechtes Team aus den letzten Jahren und da hat Karlsruhe 3 zu 1 gewonnen. Deswegen bin ich der Meinung, man muss sie definitiv hier ansetzen, C, und ich würde sie auch vor Netzhopper setzen. Ganz einfach über die Performance im Bouncers Cup. Sie haben Pippo Schumann. War ich richtig informiert? Pippo Schumann haben sie von Haching geholt. Der hat auch bei Herrsching schon in den Playoffs mitgespielt und ist ein richtig, richtig guter Diagonal. Meiner Meinung nach hat es bei Haching einfach nicht funktioniert, weil er mit dem Zuspiel nicht klargekommen ist. Und ich glaube aber, dass er ein Diagonaler sein kann, der Karlsruhe auch durch Bundesligaspiele trägt. Und deswegen setze ich die. Ich weiß nicht, ob ich sie hier ansiedeln kann. Ich lasse jetzt erstmal in Kategorie C, einfach weil sie ein neues Team sind in der ersten Liga und da sich erstmal beweisen müssen. Gut, kommen wir zu Herrsching. Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen biased. Das Spiel gegen Freiburg, weiß ich nicht, ob man das zu hoch ansetzen kann oder sollte. Natürlich klingt das jetzt blöd. Den ersten Satz haben sie zu 14 gewonnen und dann haben sie, finde ich, einfach nicht gut gespielt. Das muss man so sagen. Gegen Königs Wusterhausen war dann wirklich dominant. Da hatte KW keine Chance. Und gegen Dachau dann auch ein 2 zu 0. Gut, ich kenne Herrsching jetzt selber. Ich setze Siedel sie B-Tier an. Ich finde bei diesen Top 3 Teams sind es wahrscheinlich diese Liga. Bei den Top 3 Teams sind sie noch nicht ganz mit dabei. Aber ich glaube, sie können die Teams schlagen. Deswegen siedle ich sie hier im B-Tier an. Top 5, definitiv Top 4. Kann durchaus auch sein. Ja, kann durchaus auch sein. Deswegen hier B-Tier. Und
Ja, Herrsching ist jedes Jahr meiner Meinung nach besser geworden. Ich finde, der Kader ist auch wieder besser oder homogener geworden im Vergleich zu letzter Saison. Und deswegen siedle ich sie hier im B-Tier an. Kommen wir zu Lüneburg. Die waren die letzten Jahre immer gut. Eigentlich so das mit Top 3 Team mit Friedrichshafen und Berlin zusammen. Gut, Berlin ist einfach nochmal ein Stück drüber gewesen über anderen, aber da haben sie auch immer gut mitgespielt. Jetzt beim Bouncers Cup, klar, das 3-0 gegen Freiburg. Dann haben sie gegen Friedrichshafen knapp verloren. Sie haben sogar einen Punkt mehr gemacht, sehe ich hier gerade. Ja, das, also ganz ehrlich, das ist dann 50-50-Spiel und wenn sie das gewinnen, dann sind sie im Finale. Wenn ich es richtig im Kopf, ja genau, müssen im Finale sein. Dann haben sie gegen Gießen noch verloren und Gießen, wie gesagt, sind verdammt stark diese Saison. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie Top 4 sind und auf jeden Fall in A-Tier hier mit eingesiedelt werden müssen. Gießen. Richtig stark. Haben nur gegen Berlin verloren, was man mal machen kann, weil Berlin ist letzte Saison Meister geworden, eigentlich ungefährdet und sind, finde ich, nochmal stärker geworden. Und deswegen, ich setze hier in A-Tier mit rein. Erkläre ich nachher noch warum, wenn wir zu Berlin kommen. Aber ich finde, sie sind ein richtig starkes Team. Ich setze sie auch absichtlich vor Lüneburg, weil, okay, sie haben auch 3-1 gewonnen beim Bouncers Cup, aber ich finde einfach von der Kaderzusammensetzung her, dass Gießen dieses Jahr schon ein echt starkes Team ist, die auch durchaus die Top 3 angreifen können, sich vielleicht einen Finalspot sichern können. Gut, Playoffs-Finale ist oder Playoffs sind noch ewig weit hin, aber ich finde, Gießen ist ein valider Top 3 Kandidat meiner Meinung nach. Wie gesagt, wenn ihr mir da widersprecht, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So. Bitterfeld-Wolfen, auch Aufsteiger, neues Team in der ersten Bundesliga, haben gegen KW gewonnen. Sogar ziemlich souverän, 2 zu 0, dann gegen Friedrichshafen verloren. Freiburg gewonnen und gegen Karlsruhe 3 zu 2 verloren. Ja, ich würde sie auch fast hier ins C-Tier mit reinsetzen, vor die Netzhoppers. Also ganz ehrlich, also man muss wahrscheinlich hier einen Cut setzen. Zwischen Herrsching und alles, was drüber ist, und Karlsruhe und alles, was drunter ist, wahrscheinlich. Das finde ich auch mal nicht schlecht, dass wir nicht wie letzte Saison VCO Berlin und Haching München hatten, die quasi alles verloren haben. Und darüber dann Herrsching, Düren, Gießen, was halt so Mittelfeld war. Und dann nochmal eine Kategorie drüber mit Lüneburg, Berlin und Friedrichshafen. Sondern ich finde, es ist deutlich homogener geworden, auch einfach, weil wir jetzt 12 Teams drin haben in der Liga. Und das finde ich schon ziemlich gut. Aber zurück zu Bitterfeld-Wolfen. Ich finde, sie haben eine solide Leistung gebracht beim Bouncers Cup. Sie haben gezeigt, dass sie auch zumindest einen Satz gewinnen können gegen Friedrichshafen. Gut, das ist der Standard dritte Satz, wo dann vielleicht Friedrichshafen durchwechselt, ein bisschen einschläft. Was auch immer, und dann haben sie wieder deutlich verloren. Das heißt, also Friedrichshafen ist auch ein gutes Team, das braucht man jetzt nicht sagen. Sie haben gegen KW, einen etablierten Erstligisten, gewonnen. Deswegen sehe ich sie hier oben vor Dachau oder über Dachau und Freiburg und auch vor KW. Die BR Volleys, ich glaube, da brauchen wir nicht wirklich drüber zu diskutieren. Ein Satz verloren beim Bouncers Cup. Den dritten Satz gegen Karlsruhe, also nochmal Chapeau an Karlsruhe, dass ihr dem Titelverteidiger und dem aktuellen amtierenden deutschen Meister und aktuell Rekordmeister zusammen mit VfB, dass ihr einen Satz gewonnen habt. Die Sache mit Berlin ist, also ich glaube nicht, dass irgendjemand den das Wasser reichen kann. Die sind sehr stark, haben 3-0 gegen
Friedrichshafen und Gießen, die man wahrscheinlich auch in die Top 3 packen muss, gewonnen. Das heißt, sie hat noch kein einfaches Bracket. Und ja, das, also ich werde niemand anderen in das S-Tier zusammen mit Berlin packen. Deswegen, ja, ich glaube, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Gut, kommen wir zu Düren. Gegen Gießen verloren, 3-2, knappes Spiel. Wie gesagt, ich finde Gießen die Saison richtig gut. Dann haben sie aber gegen Karlsruhe verloren. Und gegen Freiburg gut wieder 2-0 gewonnen. Ich würde Düren zu Herrsching packen. Wahrscheinlich noch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also Bounce House Cup, Performance so. Da ich jetzt Herrsching verbunden bin und mich auch bei Herrsching auskenne, würde ich Herrsching einfach aus Gefühl drüber packen. Aber durch die Bounce House Cup Performance muss man wahrscheinlich Düren noch drüber packen. So, einmal kurz unterbrechen. Ich habe hier Friedrichshafen vergessen hinzuzufügen. Ich hatte das Bild runtergeladen, aber anscheinend nicht mit hinzugefügt. Genau. Düren, wahrscheinlich laut Bounce House Cup oder Bounce House Cup Performance besser als Herrsching. Wahrscheinlich aber während der Saison nicht. Deswegen stelle ich es. Ich mache es so, weil ich einfach der Meinung bin, ja, dass wir die Bounce House Cup Performance im ersten Spiel von Herrsching nicht überbewerten dürfen und deswegen stelle ich Herrsching über Düren. Kommen wir zu Haching. 2-0 gegen Karlsruhe verloren, gegen Dachau verloren und gegen Königs Wusterhausen verloren. Ich muss sie dahin stellen. Also, ich würde fast noch ein neues Tier aufmachen. Ich weiß, ob das geht. Ja. Geht hier haben wir die zack, welche Farbe können wir da machen? Zack, weil ich einfach der Meinung bin, dass Haching keinen guten Kader hat. Diese Saison, sie haben auch letzte Saison schon echt schwer getan in der Bundesliga. Da hat sich nicht viel verbessert, muss ich ehrlich gesagt sagen, und das sieht man noch beim Bounces Cup. Also 3 Spiele, 3 Niederlagen mit wahrscheinlich Top-Besetzung, wenn ich mir die jetzt kurz anschaue. Ja, sieht so aus, als wären da quasi alle dabei gewesen. Ja, Libero war nicht dabei. Kränkel Flo hat Libero gespielt. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob die. Also, sie werden auf jeden Fall hier Teams schlagen können. Ob sie es müssen, weiß ich nicht. Deswegen würde ich Haching hier in E packen. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Friedrichshafen, Siege gegen Bitterfeld-Wolfen und Lüneburg und dann im Finale verloren gegen Berlin. Es ist auf jeden Fall ein starkes Team. Ich hätte wirklich gern Spiel gegen Gießen gesehen, weil jetzt, also so ein direkter Vergleich ist halt ultra schwer, weil ich meine, Friedrichshafen hat knapp gegen Lüneburg gewonnen. Lüneburg hat dann, oder Gießen hat dann gegen Lüneburg gewonnen. Und ich, also ich. Hier tue ich mir halt wirklich schwer. Ich würde sie hinter Gießen packen, jetzt erstmal, weil Gießen einfach stark gespielt hat. Die haben wirklich überzeugt und deswegen würde ich jetzt die Tierlist so finalisieren. Falls ihr da was dagegen einzuwenden habt, lasst mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich will unbedingt wissen, was ihr davon haltet. Und ich werde auch auf jeden Kommentar auf jeden Fall antworten. Also Berlin einfach komplett oben drüber. Haching, ja. Braucht man nicht drüber reden, habe ich glaube ich schon genug gesagt. Die Aufsteiger alle hier unter im unteren, in der unteren Hälfte. Dann haben wir schön 6 Teams mit 4 Aufsteigern und Netzhoppers plus Haching. Dann haben wir oben eine Hälfte, da finde ich, ja, Top 3 zu sagen ist schwer, aber hier die Top 4 finde ich eigentlich auch relativ klar und dann Herrsching und Düren. Herrsching ein bisschen besser als letztes Jahr, Düren ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass sich Herrsching Düren überholt hat jetzt. Ich glaube, das war es soweit. Ich glaube, mehr. Ich habe alles eigentlich gesagt, was ich dazu sagen möchte. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, wer jetzt bis jetzt noch dran geblieben ist. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso viel auf wie ich auf die Saison. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.